neueste Technik soll ja auch immer Spaß machen und das tun so kleine Dinge namens Drohnen auf jeden Fall. Allerdings kann man damit auch viel Unfug anstellen und das tun auch manche, zum Beispiel an Flughäfen. Gerade im Sommer mussten in München Start und Landungen abgebrochen werden, weil da Drohnen im Verkehr waren. Und dagegen hat jetzt Airbus ein neues Produkt, nämlich Xpeller. Und Meinrad Edel, Director Sales, erklärt uns mal in 60 Sekunden, was sich dahinter verbirgt. Ja, wir machen hier das Gegenteil von allen anderen in der Halle. Wir versuchen, Drohnen zu stoppen. Das funktioniert übrigens auch ganz gut für Autohersteller auf ihren Teststrecken, wenn jemand versuchen würde, Spionage zu betreiben auf Teststrecken. Und das System besteht aus einem Radar, einer Kamera und einem Jammer. Mit dem Radar erzeugen wir eine Luftlage. Wir sehen, wenn eine Drohne in der Luft ist. Wir können eine kleine Phantom 2 in etwa 2 Kilometern Entfernung sehen. Bevor wir dann den roten Knopf drücken, müssen wir sicher sein, dass das, was wir sehen, da auch wirklich eine Bedrohung ist. Deswegen haben wir eine schöne Kamera obendrauf, mit der wir in etwa 1 Kilometer Entfernung auch nachts eine Drohne identifizieren können. Und dann würden wir anfangen zu jammen. Das heißt, wir können die Fernsteuerung jammen, wir können das Videobild der Drohne jammen, wir können jammen auch GPS. Heißt dann stören, wir können es stören, genau, unterbrechen. Wir können auch GPS stören, wenn wir dürfen. Und damit sollten wir so gut wie jede Drohne zumindest zum Stillstand bringen können. Sehr gut, das waren 60 Sekunden, also auch für die Automobilindustrie eine spannende Sache. Vielen Dank, 60 Sekunden Xpeller.